Schaut euch das mal an. Schaut, kann ich das irgendwie mal in die Kamera zeigen? Hier, Woman XL. Woman. Und damit seid gewusst, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und Eladon, zu einem neuen Unboxing. Naja, es ist keine Box, deshalb ja, ein Untüting mit dem Zwergenfürst. So, da soll es heute um dieses Paket gehen. Das habe ich schon ordentlich abgeschnürt und abgestrichen und damit man ja nichts drauf erkennt, wie üblich. Blöderweise haben die genau auf die Mitte groß meinen Namen drauf gepinselt. Ich weiß nicht, was die sich bei der Post denken. Also, naja, einfach mal groß meinen Nachnamen hier drauf. Musste ich mal hier ordentlich durchstreichen und abkleben zur Sicherheit nochmal. Aber ja, jetzt wird mal hier ausgepackt. Mal schauen, was da drin ist. Mehrere Minuten Arbeit hier. Das Ganze zu durchstreichen im Eimer. In einer Sekunde hier ausgewacht. Naja, in mehreren Sekunden, eine Sekunde vielleicht nicht. So, was haben wir denn da dran? Ich mach's mal auf. Ich hol's für euch hier direkt mal raus. Und da ist natürlich noch ein Lieferschein mit drin. Alles klärchen. Ich gehe mal runter. Ich hoffe, man hat nichts gesehen. Da stand natürlich noch mal alles, was hier vorne drauf stand, noch mal hier drin. Ach ja, ich liebe es. Und hier haben wir eine Hoodie. Nicht noch mal extra verpackt. Normalerweise ist da jede Menge Plastik noch mal mit dabei. Und da haben wir es. Einen Hoodie, kann man es sehen? Nein, gerade nicht. Ich versuche es ganz gut in die Kamera zu halten. Und da haben wir, ach du Scheiße, haben wir meinen Hoodie Gold statt Braun. Mein eigenes Merchandise. Ist es gerade dein Ernst? Zwerg für Toleranz. Könnt ihr das in der Kamera sehen? Also, der Druck, ich fasse ihn gerade an, also, ja, geht ganz gut. Ich müsste ihn nachher mal mit dem echten Schriftzug vergleichen, aber okay. Ich zeig's mal in die Kamera, ganz im Ernst, Spreadshirt. Man sieht jetzt meinen Gesichtsausdruck dazu nicht, das ist schade. Hier, ich versuche es mal so nah wie möglich an die Kamera zu halten. Hier, schaut euch das mal an hier. Man sieht es vielleicht nicht drauf. Hier sieht man es gerade ein bisschen. Da ist ein weißer Rand drum. Um das Dreieck hier, um das Schild. Und hier um die Krone. Man sieht es, oder jetzt kann man es durch ein bisschen erkennen hier. Da ist ein Rand drum, hier ein weißer. Leute, ich hoffe, man sieht das von weitem nicht, aber ich bin gerade ein bisschen negativ überrascht. Hier klebt noch so ein bisschen Druckfarbe. Das ist eine abgeflatterte Schrift, richtig, aber hier oben ist wirklich noch ein bisschen abgeflattert. Das Ding ist nicht im besten Zustand. Leute. Au, Kacke. Ich muss mir gerade mal umdrehen und selbst angucken. Ja, so von mein eigenes Merchandise. Ja gut, es geht vielleicht, also auf die Entfernung. Oh Mann.
Das geht doch nicht. Ich hätte zumindest erwartet, dass die das Design, was ich da einschicke, zumindest noch irgendwie bearbeiten und noch irgendwie, also dass die das nicht 1:1 da drauf drucken, dass die nicht einfach die Datei da drauf klatschen. Also ich meine hier, das ist eine PNG-Datei, die ich hier mal benutzt habe, um das drauf. Man sieht hier sogar ein Bild. Der Schatten, die Schattierung hinten drin, das lag daran, dass ich das so billig per PNG da drauf gepatzt habe aufs Bild. Und im Produktbild sah das ja sogar besser aus. Das sah sogar gut an den Hintergrund angepasst aus. Leute. Ich hatte jetzt eigentlich erwartet, hier mal was Gutes zu bekommen. Das kann man noch nicht verkaufen. Ich wollte es mir mal bestellen, um es mal selbst zu gucken. Der war teuer. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob das nur bei mir so ein Druck ist oder Spitzenklasse Werbung für meinen eigenen Scheiß hier im Video. Ja, damit kann ich auch jetzt offiziell nicht Werbevideo drüber schreiben, weil ja, Werbung. Ich werde es mal anziehen, werde mal gucken, wie das nach dem ersten Waschen aussieht. Und ja, ich ziehe es gerade mal drüber und vielleicht kriege ich da sogar mal ein Bild hin, wie ich hier mit dem Shirt aussehe. Naja. Eine Ewigkeit später. Freunde der Nacht und modernen Unterhaltung, das ist der größte Scheiß, den ich jemals gesehen habe. Sitzt wie angegossen. Freunde! Das ist XL. Ich habe meine Größe bestellt. Freunde! Und ich komme da nicht mehr raus. Freunde! Was habe ich denn da bestellt? Schaut euch das mal an. Schaut, kann ich das irgendwie mal in die Kamera zeigen? Hier, Woman XL. Woman. Die haben hier doch tatsächlich die Frauengröße XL. Extra körperanliegend. Hier, körperanliegend haben sie mir hier mal extra schön die Teile hier betont. Leute, Freunde der Nacht, ich wollte mich hier eigentlich mal nicht vor der Kamera zeigen, weil ich wollte hier meine Hackfresse heute mal nicht vor die Kamera zerren, aber Alter, hier, den Scheiß werde ich sofort zurückschicken, Spreadshirt, ernsthaft, ich hoffe, das hat niemand da draußen bestellt, den Scheiß. Hier, kann ich es nochmal zeigen hier. Erstens, der Druck hier. Hier kann man, ich versuche es gerade hier irgendwie in die Kamera. Hier, guck. Ach, ihr wisst, was ich meine. Ich habe es vorhin schon mal gezeigt. Deswegen haben wir auch eine Flex. Woman XL. Sieht das hier. Sieht das hier aus wie Woman XL. XL ist meine Größe und passt, ein Hoodie in XL passt mir. Wollt ihr mir nicht erklären, dass ich Woman XL bestellt habe? Freunde.
Ja, wie auch immer, Däumchen nach oben, sollte euch dieses Video gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja kein weiteres Video mit dem Tintenzwerg verpassen wollt. Ich hock hier auf dem Boden. Gleich liege ich vor Lachen. Nee, Leute. Haut daran. Ciao, ciao. Sie haben wunderschöne Glocken. Ja, das sind die Glocken meiner Großmutter.